Hallöchen! So, heute mal woanders, weil ich mit Frau in Urlaub bin. Aber trotzdem kam jetzt ein Päckchen an und zwar von insgesamt eigentlich zwei Personen: einmal von der Silver Sea, von Mick, und einmal von Schölzchen, sprich Spielzeugkiste Apen. Wir fangen erstmal jetzt mit Schölzchen an. Das war das Handy von meiner Frau. Heute. Okay, ich habe gekleckert. Verdammt! Nehmt es mir jetzt nicht übel. Ich habe jetzt keinen Bock hier riesen Abwisch zu machen und tausendmal Schnitte oder so eine Scheiße. Deswegen mache ich das jetzt mehr oder weniger ziemlich unprofessionell. Aber ist ja scheißegal. So, das Ganze kommt hiervon. Nochmal vielen Dank an Spielzeugkisteapen.de. Ich blende euch, na, der Link ist eh in der Beschreibung, aber ich blende euch sein Logo hier mal noch irgendwo ein. Und zwar habe ich bei ihm bestellt, das habe ich nicht bestellt, aber geil, dass es dazu gepackt hat. Das ist von einem Team Durango Truckee. Ihr seht das, Wing Mount, also Heckspoilerhalter. Warum ich den brauche, seht ihr dann im Verlauf des Videos. Riesen Dankeschön. Und dann habe ich bestellt. Von Aeromax Kling. Und zwar ist der Laser ja auf den genialen Tipp, oder was heißt Tipp, auf die Idee gekommen, die Klingen von geilen Herstellern in die Griffe von Turnergy-Dinger zu. Ich habe zwar keine Probleme beim Turnergy-Dreher, die sind immer noch eigentlich top. Aber ich würde die unbedingt mal ausprobieren und für den Preis, ganz ehrlich, dachte ich, nehme ich die einfach mal mit. Die machen auf jeden Fall schon mal einen richtig guten Schuh. Die werde ich nachher gleich mal testen. Ist aber lässt leider nur eine, die anderen sind leider gerade nicht verfügbar. Aber trotzdem, danke. Danke auch an Laser, dass er den Tipp uns mitgeteilt hat. Und dann XT90. Das sind jetzt, ich glaube, 10 Paare. Ich glaube. Ja, ich glaube 10 Paare. Entschuldigung. Ich habe mich ja lange Zeit gewehrt, XT90 zu fahren. Aber mittlerweile fucken mich die T-Plugs immer mehr ab. Nicht, dass ich jetzt Probleme damit hätte, aber ich habe einfach große Hände und diese kleinen T-Plugs immer, das nervt mich einfach. Vorher war es mir einfach zu teuer, weil ich ja 7 Autos oder irgendwas hatte. Mittlerweile habe ich ja nur noch eins, jetzt zwei. Ihr seht gleich welches. Da hat sich das gelohnt. Jetzt die ganzen Lipos umlöten. Aber was soll's. 10 Paar. Auch ein guter Preis. Das sind extrem hochwertige. Macht man nichts falsch. Und natürlich zwei Sticker. Einer kommt dann zu Hause auf meine gewohnte Fläche. Ihr wisst schon. Ich komme gerade nicht drauf. Ich bin gerade ein bisschen von der Rolle. So, machen wir mal weiter. Ja, hier herrscht gerade Unstimmigkeit zwischen meiner Frau und mir. So. Armer Regler, nagelneu. Ritze. Empfänger, armer, nagelneu. Servo, armer, nagelneu. Motor, armer, nagelneu. Von dem Typen hier. Und zwar, ihr habt wahrscheinlich alle das Video gesehen, wo bei Mick, also bei der Silver OC, bei dem Typen hier, der Creighton mehr oder weniger abgebrannt ist, beziehungsweise der Regler. So. Er hat das Ganze eingeschickt, hat alles ersetzt bekommen und wollten dann loswerden. Warum? Keine Ahnung. Neuanschaffung, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Auf jeden Fall hat er mir einen mega geilen Preis gemacht und ich habe gesagt, hey, pack ein, das Ding. Jetzt, normalerweise wäre das schon längst hier gewesen, aber irgendwas hat die Post da versaut. Also wenn einer zuschaut, der in Gräfen in der Poststation arbeitet, ihr seid Luschen. Ja, ist wie gesagt alles nagelneu. Das ist nagelneu. Nagelneu Karo. Und da ich ja eh einen Truckie wollte, eigentlich wollte ich keinen Armer mehr, weil ich ja ein bisschen angepisst war von dem Granite. Wir sind die ganzen Teile.
Die sind, neu sind sie nicht, aber die sind wohl gereinigt worden, hat Mick gesagt. Ist mir eigentlich auch scheißegal, ob das Ding fährt. Hier sind noch die ganzen anderen Teile. Also quasi habe ich ein... Jetzt auch noch was. Tüte. Eigentlich habe ich ein Creighton Kit gekauft. Kann man so sagen. Reifen. Ziemliche Oschis, muss ich sagen. Echt große Teile. Ja, jetzt zum Auto selbst. Der ist MIG-typisch. Natürlich nicht sauber gemacht, nicht sauber gemacht worden vorm Verschicken. Das ist ja so MIG sein Markenzeichen. Möchte ich schon fast sagen. ja, ich werde ihn jetzt komplett sauber machen, alles einbauen, umlöten und dann werdet ihr die nächsten Tage schon ein Video sehen. Hier, deswegen hat er mir in dem Beutel selber, in diesem blauen hier und dem hier, hier sind auch nochmal Ersatzteile drin, weil hier ist ja alles aus Carbon, Dämpferbrücke ist aus Carbon, vorne, hinten, Mudguards sind aus Carbon, ja, Heckspoiler hat auch einen Fehler. Kann ich euch zeigen. Da ist so ein komischer Sticker drauf in grün. Den, mal gucken, ob ich den noch retten kann. Ne, das werde ich nachher abknorpeln. Ja, so weit. Also ein bisschen sauber machen, sonst ist der echt top, muss ich sagen. Wenn ich jetzt hier drunter gucke, kaum Kratzer. Also es sind echt extrem wenige Brauchspuren für so ein Auto. Wie gesagt, top Angebot, danke Mick nochmal dafür. Er hätte ihn sicher an jemand Fremden, sage ich mal, für deutlich mehr verkaufen können. Super Angebot, aber so weiß er auch, dass er in guten Händen ist. Und ich werde jetzt nicht mehr lange schnacken. Ich werde das Teil jetzt zusammenbauen, alles umlöten, meine Lipos. Stimmt. Ich habe noch was. Moment, da bin ich wieder. Ich habe hier noch was bestellt gehabt bei Hobby King. Danke nochmal Benny dafür. Da gab es zwar einmal kurz Komplikationen, aber den habe ich recht schnell wieder verkauft bekommen. Und habe mir dann den hier geholt. Das sind Heavy Duty Lipos 60-120C. 4S ist das. Das ist ein 6S. Können wir gleich mal gucken. Telefon. Ja. Können wir mal gucken, ob das hier rein passt. Passt. Passt wie auch auf einmal. Das ist der 6S. Die habe ich mir noch geholt, weil mir ist ein 4S abgeraucht. Und 6S hatte ich keinen Bock mehr auf Serie zu fahren. Meine 3S habe ich übrigens auch verkauft. Deswegen jetzt ein 6S. Ich will jetzt meine Sammlung komplett neu aufbauen. Und ja, also ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei Mick, bei Spielzeugpunkte Appen, bei dem Alex, bei Benny natürlich und bei Laser für den Tipp. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Erstmal ist es ein Kyushu MP7,5 Sport 2. Den habe ich extrem günstig bekommen als Verbrenner. Der fuhr auch noch als Verbrenner, also wäre noch gefahren. Dann habe ich den komplett zerlegt und umgebaut zum Brushless. Anfangs mit dem